Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Wir sollen also eine Bombe werfen. Wir haben doch Bomben ausgerüstet. Ist egal welche, ne? Hauptsache erschreckt. Ups. Hauptsache er erschreckt sich. So, Bombe, Geralt. Ein alter Hexertrick für harte Winter. Nicht gerade feinsinnig, aber... effektiv. Aber nicht nachmachen. Und warum zeigst du es mir dann? Nur für den Fall. Man weiß nie, was unterwegs alles so passiert und was dein Leben retten könnte. Cool, vielleicht die Fische. Das ist so ein komisches Geräusch. Hey, was ist das für ein komisches Geräusch? Sammelfisch 1 von 4. Das sind aber große Viecher da. Also gut, gehen wir. Wer hat dir das beigebracht? Vesemir. Ist lange her. Wie lange? Sehr lange. Als ich mich noch Gerald Roger Eric du Haut Belgarcy nennen wollte. Was? Ich erzähl's dir heute Abend. Und auch, wie du dir das Bein gebrochen hast, als du gewettet hattest, vom Dach von Kaer Morhen auf einen Pferderücken zu springen? Woher weißt du überhaupt davon? Eskel hat's mir erzählt. Aber ich will die Geschichte von dir hören. Du hast sicher eine rationale Erklärung dafür. Ja, natürlich. Eskel hat dir Schnaps gemischt, deswegen. Du hast mich in Kaer Morhen nie Huckepack getragen, weißt du noch? Nur Vesemir. Musst du mich jetzt daran erinnern? Du bist nicht gerade leichter geworden. Hey. Ist doch schön, dass sie nochmal Spaß haben. Sie hat die weiße Kälte bestimmt schon besiegt, oder? Sonst wäre sie ja nicht wieder zurück. Ciri. Wir sollten umkehren. Machen wir das. Weißt du noch, wie du mich am Pendel trainiert hast? Welche Angst ich hatte, es niemals zu schaffen? Und wie du mir verboten hast, aufzugeben? Mein ganzer Körper war ständig grün und blau. Das Pendel war ein Albtraum. Wie könnte ich das vergessen? Diese Zeit in Kaer Morhen, sie ist so schnell vergangen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Was ist hier denn los? Ich wollte gerade anhalten, mir das angucken, aber da kam schon das Video. Der Krieg ist doch jetzt auch schon vorbei, oder nicht? Ich hatte fast vergessen, dass es heute soweit ist. Sie sind wegen mir hier, Geralt. Ich gehe nach Nilfgaard, zu Emhyr. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber... In Vysimar habe ich lange mit meinem Vater gesprochen. Eigentlich haben wir gestritten und uns dann getrennt. Dann ist ein Bote gekommen mit einem Brief. Ich hatte zuerst nichts gesagt, weil ich mir nicht sicher war, und dann... Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr weglaufen darf. Ich will etwas verändern und das geht nicht, wenn ich in irgendwelchen Dörfern Monster jage. Dazu muss ich dort sein, in Nilfgaard. Ist das deine freie Entscheidung? Wenn du damit unterstellst, dass Yennefer dahinter steckt, dann ist die Antwort nein. Toll. Weiß sie überhaupt davon? Nein,
Und ich würde sie auch gern da raushalten. Das darfst du ihr gern selber sagen. Ist es das, was du willst? Ja. Du willst mich nicht aufhalten? Mich mit Gewalt in die blauen Berge bringen? Ich bin auf der Suche nach dir nicht um die halbe Welt gereist, um dir jetzt etwas aufzuzwingen. Ich weiß. Alles wird gut. Du bist eine Hexerin. Wir brauchen uns nicht zu verabschieden. Aber wir werden uns wahrscheinlich auch nie wiedersehen, oder? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Du weißt, wo du mich findest. Du kannst unmöglich die ganze Zeit in Kermohen bleiben. Wie auch immer, du wirst mich finden. Ja. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Wer weiß, vielleicht hilft es dir dort. Jedenfalls eine schwere Entscheidung für Geralt, sie gehen zu lassen. Für mich auch. Ich bin eigentlich fast ein bisschen traurig. Das Spiel ist 100 Pro jetzt vorbei. Na, mal gucken. Vielleicht treffen sie ja doch eines Tages wieder. In einem von den DLCs. In The Witcher 4. Ich habe keine Ahnung. So lange haben wir nach ihr gesucht, so viel dann mit ihr erlebt, als wir sie dann endlich gefunden hatten. Alle Feinde besiegt, die Ciri oder den Menschen überhaupt irgendwas Böses wollten. So ziemlich alle jedenfalls. Und jetzt geht's. Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir War Emrais nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir War Emrais hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Nach Jahren des Exils kehrte Ciri nach Nilfgaard zurück, ihre Heimat väterlicherseits. Emhyr bereitete sich darauf vor, sie zu seiner Nachfolgerin zu machen. Die junge Frau brachte die notwendigen Eigenschaften mit, das ist zu unterstreichen. Vom Vater hatte sie den politischen Instinkt einer Kaiserin geerbt, von Geralt den Sinn für menschlichen Anstand übernommen. Diese Eigenschaften vereinen sich selten in Herrschern, ein Jammer. Und Geralt, fragt sich der geneigte Leser? Nun,
Er blieb bei seinem Beruf, lebte von der Hand in den Mund, von Auftrag zu Auftrag, immer unterwegs und meistens pleite. Manchmal trafen wir uns auf ein starkes Getränk oder auch zwei, sprachen von alten Zeiten und überlegten, was alles hätte sein können. Tja, was soll man dazu noch sagen? Damit ist ein weiteres Let's Play auf diesem Kanal abgeschlossen. Zumindest die Hauptstory. Ich werde es mir, glaube ich, nicht nehmen lassen, die folgenden DLCs noch hinten dran zu hängen. Wahrscheinlich werde ich eine einzelne Playlist machen dafür. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Sidequests und sowas, was ich noch erledigen kann, machen, damit die Karte aufgeräumt ist für das erste DLC, Hearts of Stone. Das zweite DLC, Blood and Wine, ist ja schon angekündigt worden. Allerdings wird das wahrscheinlich ein, zwei Wochen dauern, bis ich denn damit anfange. Vielleicht drei, ich kann es noch nicht sagen. So lange werdet ihr ein anderes Let's Play auf meinem Kanal sehen. Ich weiß noch nicht was. Aber ich werde mir was überlegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.